Das WB-Gespräch von Willi Sauer-Bott wird Ihnen präsentiert von der Mobiliar Generalagentur Willi Sauer-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der Gut AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zum aktuellen WB-Gespräch. Das mal von Mitte Monat Mai. Unser heutiger Gast ist Dominik Henseler, Gebietsbetreuer vom Naturlehrgebiet Buchwald-Ettiswil. Herzlich willkommen, Herr Henseler. Vielen Dank, gleichfalls, merci. Wir treffen uns hier im kürzlich bezogenen Neubau von dem Naturlehrgebiet. So etwas Neues hat immer auch etwas Steriles, noch etwas Lebloses. Fühlen Sie sich schon daheim hier in den neuen Räumen? Gut, es ist relativ schnell gegangen. Der ganze Prozess hat angefangen mit dem Einziehen, mit dem Möblieren, mit dem Einrichten. Und jetzt natürlich eben auch, wo seit dem April das neue Team da ist, das über die Sommersaison mich unterstützt. Und da sind wir uns am Zweckranken, da sind wir uns am Einleben. Und also bereits haben schon einige Tiere den Weg hierher gefunden und leben jetzt hier. Ebenfalls mit uns im Neubau, insbesondere im Turm. Die wichtigsten Neuerungen sind sicher, dass es jetzt ein Schulzimmer gibt und einen Ausstellungsraum. Man kann mittlerweile auch endlich im Winter heizen hier drinnen. Was bedeutet das für die Entwicklung des Naturlehrgebiets Buchwald? Es ist natürlich ein Aufbruch in eine neue Zeit, ein neues Kapitel im Naturlehrgebiet Buchwald mit ganz neuen Voraussetzungen. Und also die kalten Wintertage vom ehemaligen Kissen und Gebäude, die fühlen sich schon wirklich recht lang zurück an, wo man noch quasi mit den Händchen und der Kappe müssen ein E-Mail schreiben. Also da sind wirklich ganz neue grundsätzliche Voraussetzungen geschaffen. Und das ermöglicht eben auch neue Angebote, es ermöglicht neue Qualität. Und da sind wir auch gefordert und freuen uns auf die Herausforderung. Gleich könnte es ja sein, dass Sie auch ein bisschen wehmütig werden da nach dem alten Kiesturm. Vermissen Sie etwas? Gut, das alte Kiesturmgebäude ist einfach gewachsen mit der Idee des Naturlehrgebiets, wie wir sie heute kennen. Und entsprechend hat das Gebiet mit dem Gebäude auch wahnsinnig viel erlebt. Das Gebäude ist eingewachsen, quasi verwachsen mit dem Naturlehrgebiet und hat entsprechend Charakter und Charme gehabt. Und das ist ein bisschen etwas, das Gewachsene, das vermissen wir schon ein bisschen. Da haben wir ein tränendes Auge einerseits und andererseits aber auch haben wir jetzt die neuen Grundvoraussetzungen. Und ich bin überzeugt, dass sich hier das Gebiet mit dem neuen Gebäude oder das neue Gebäude mit dem Gebiet sich wird wunderbar in fügende Harmonie entwickeln. Und wir werden auch hier relativ schnell eine Charakterprägung mit dem neuen Gebäude herbekommen. Anders bleibt ja gleich neben dem Gebäude. Also es gibt immer noch Ihre Stelle als Gebietsbetreuer, 90%. Und Sie haben etwa im Praktikum auch eine Zivi-Stelle, die Sie anbieten. Das sind eigentlich nicht so viele Leute. Das Gebäude ist jetzt recht gross, auch grosszügig. Ist das verhältnismäßig, dass man so einen grossen Neubau hier hineinstellt? Der Neubau bietet natürlich nicht nur für unser Team, sondern eben für alle die Besuchenden, sagen das frei, öffentlich zugänglich Besuchende, Familien, sagen das Gruppen, sagen das Klassen. Und für die haben wir vor allem eigentlich das neue Gebäude gebaut mit den entsprechenden neuen Grundvoraussetzungen, was jetzt für das Team quasi eigentlich Erneuerung ist. Das ist das Büro und da haben wir vielleicht 4-5 Quadratmeter mehr und entsprechend aber auch mehr Arbeitsfläche können gewinnen, wo wir eben, wie gesagt, die Aufgaben, die neuen Herausforderungen auch können, zumindest administrativer Natur können bewältigen. Also für das Team hat sich diesbezüglich klar von der Qualität auch einiges verändert, zeitgemäss verändert und wenn wir weiter geschaut haben, auch bei der Ideenentwicklung des Neubaus, ist natürlich schon ganz klar, dass wir bauen nicht etwas für aktuell, sondern wir schauen über den Tellerrand raus in die Zukunft, auf die nächsten 50 Jahre. Und gerade jetzt aktuell mit unseren 4 Arbeitsplätzen, die wir haben, die sind bereits auch schon beleidigt. Also wir müssen uns schon ein bisschen Gedanken machen, in der Zukunft brauchen wir einen weiteren Arbeitsplatz in allen Fällen.
Das Ganze hat ja auch etwas gekostet, und zwar etwa 2 Millionen Franken. Wer hat das finanziert? Schön ist natürlich, dass das Naturlehrgebiet regional eigentlich wunderbar verankert ist und über mehrere Generationen eigentlich bekannt ist und in einer positiven Erinnerung ist. Das ist einmal eine Grundvoraussetzung. Und diese wunderschöne Grundvoraussetzung hat uns dann eigentlich auch als Verein dann ermöglicht, die entsprechenden finanziellen Mittel durch Spenden eigentlich zu generieren. Das sind Einzelpersonen, das sind Familien, das sind aber auch Unternehmen, das sind Organisationen, Stiftungen selbstverständlich natürlich auch. Die sind vor allem aus der Region, oder woher kommen die? Die sind primär eigentlich da aus der näheren Region, genau, oder zumindest aus Kanton Luzern, richtig. Und das muss man natürlich auch noch sagen, man hat nicht nur direkte finanzielle Zuwendungen bekommen, sondern eben auch Unternehmer, die auch hier die Realisierung von dem neuen Gebäude ermöglicht haben. Auch die sind uns immer wieder entgegengekommen und haben uns natürlich sehr gefreut und sind extrem dankbar all diesen grossen und kleinen Spenden, sei es jetzt finanziell oder materiell oder auch gedanklich. Das hat uns sehr berührt und hat uns dann eigentlich wirklich überhaupt ermöglicht, da das Gebäude zu erstellen. Die Kosten vom Betrieb vom Naturlehrgebiet, also auch ihren Lohn zahlt ja eigentlich der Kanton, also die Dienststellen Volksschulbildung und Landwirtschaft und Wald Lava. Wieso hat jetzt der Kanton, der ja viel auch profitiert von dem Ort, wo ein öffentlicher Auftrag erfüllt, warum hat der Kanton nicht in diesen Neubau grösser investiert? Ich denke, ihr sagt es genau, nicht grösser investiert. Also der Kanton Luzern hat relativ viel finanziell mitgetragen und zu der Realisierung beigesteuert. Und aber aus Verein können wir natürlich nicht einfach nur auf einen Player setzen, sondern es gibt auch einen Mehrwert und eine Anerkennung und einen Mehrwert in der Region, wenn wir natürlich das Ganze breiter abstützen können. Und die öffentliche Hand neben Kanton sind natürlich auch Gemeinden, die das mitgetragen haben. Sind es auch, eben wie gesagt, Einzelpersonen oder Firmen oder Private. Und das ist wirklich eigentlich das ein Gemeinschaftsprojekt. Und das ist durch die breite Abstützung ist das ein Gewinn auf das Naturgebiet für die Region und für die einzelnen Leute. Mhm. Neben dem Kanton, der insbesondere für den Betrieb Geld zahlt, gibt es ja auch noch eine Stiftung, die das Ganze Gebiet eigentlich im Eigentum hat. Also es ist die Familie Stiftung Steiner Ettiswil. Was spielt die noch für eine Rolle in ihrem Alltag? Gut, die Stiftung ist natürlich vertreten im Trägerverein Naturgebiet Buchwald, logischerweise. Und die ganze Ursprungsidee natürlich vom Naturlehrgebiet, sei das jetzt Natur- und Umweltschutz, wie aber auch Natur- und Umweltbildung hier im Naturlehrgebiet, der ist statuarisch verankert und das tragen wir natürlich bis und mit die heutigen Tage mit und begleitet uns eigentlich täglich. Das gibt unseren Rahmen eigentlich vor, das ist ein Leitbild, ein Leitgedanke, wo wir uns daran orientieren. Man merkt also, Sie sind zwar der Gebietsbetreuer, arbeiten hier 90%, haben eigentlich das grösste Pensum nominell, aber da hat es noch ganz viele andere Akteure, die da mitschaffen, mitdenken. Insbesondere in den Verein Naturlehrgebiet Buchwald, den Sie angesprochen haben. Also können Sie das beziffern? Wie viele Leute sind da involviert, wenn es darum geht, was soll sich verändern an diesem Ort? Das ist schwierig, so auf so ein Ding festzumachen. Das sind nämlich wirklich ganz, ganz viele Player. Viele Leute, die hier mit involviert sind. Ich bin quasi hier als Gebietsbetreuer eigentlich quasi nur ein Koordinator oder ein Teil zumindest, ist meine Aufgabe, zu koordinieren. Und das betrifft nicht nur eben das Team von Praktikantinnen und Zivildienstleistenden, sondern eben auch viele, viele Freiwillige. Einerseits sind das Leute, die einfach ihre Freizeit Freude am Naturlehrgebiet haben und uns können unterstützen mit Kraft und Ideen. Und dann sind das natürlich aber auch Schulklassen selbstverständlich. Also, das ist ja das Schöne eigentlich an diesen Führungen und an unserem Modell, das wir anbieten, dass die Schulklassen
entweder einen kleinen Beitrag zahlen zu den Kosten, die wir haben für die Führungen, oder eben alternativ, und das ist jetzt eben wieder da, wo sie unterstützend wirken können, dass sie Pflegeeinsätze leisten, ab der 4. Klasse, haben wir jetzt das mal so definiert, dann können sie Pflegeeinsätze leisten, immer irgendwie ideell gelinkt mit dem Führungsinhalt, dass das auch auf das abgestimmt ist, und das generiert nicht nur für die Schülerinnen und Schüler einen Mehrwert, wo sie dann auch wissen, warum sie jetzt hier einen Pflegeeinsatz machen und entsprechend eben auch können, mal in Kontakt kommen mit diesen Materialien. Gleichzeitig werde ich in der Gebietspflege unterstützt, unter fachlicher Anleitung natürlich. Also das sind auch mehrere tausend Stunden, die geleistet werden eigentlich von Schulklassen und Freiwilligen. Wir haben auch vorher den Verein schon mal kurz angesprochen gehabt. Den gibt es eigentlich noch nicht so lange, erst seit 3 Jahren. Vorher hat die Stiftung das eigentlich noch mehr in der Hand gehabt. Der Verein ist gebildet worden, wo die Stiftung auch denen vertreten ist, wie sie gesagt haben, und auch Vertreter von der Gemeinde und vom Kanton. Wie funktioniert jetzt da die neu strukturierte Organisation? Wie sind Sie zufrieden? Ich würde jetzt mal sagen, dass aus meiner Sicht das sehr gut angelaufen ist. Man spricht einander ab, man hat gemeinsame Ziele. Und das funktioniert diesbezüglich eigentlich sehr gut. Eben, es ist eigentlich so, das Schlüsselelement ist einfach der Kontakt untereinander, Kontakt pflegen und sich untereinander auszutauschen, dass man weiss, was geht, was läuft und was geplant ist. Und das wird sich laufend entwickeln. Der Trägerverein ist jetzt insbesondere halt im Rahmen des Neubauprojekts sehr aktiv gewesen und wird jetzt sich da wieder ein bisschen zurücknehmen. Der Betrieb fährt jetzt wieder mit dem neuen Gebäude anlaufen und das wird dann wieder ein bisschen passiver werden. Und wenn es hier mit der Familienstiftung und Gönnerverein natürlich eben auch das wieder sich normalisiert, quasi, wenn ich es so sagen darf. Sie haben es gesagt, jetzt war gerade eine intensive Zeit für alle Beteiligten, von Ende 2021 bis etwa Ende 2022. Ist hier das alte Gebäude abgerissen und das neue Gebäude gebaut worden. Es war eine recht grosse Baustelle. Wie gut hat jetzt das Naturschutzgebiet so eine grosse Baustelle vertreibt? Gut, die Bauphase war wirklich natürlich eine riesige Herausforderung. Nicht nur für uns als Team und für die Besuchenden, die auch hier eingeschränkt waren in der Infrastruktur. Auch aus Sicherheitsgründen selbstverständlich. Aber eben, wie wir angesprochen haben, ist es natürlich auch bei der Flora und Fauna, also bei den Tieren und den Pflanzen, nicht einfach so spurlos vorbeigegangen. Auch da hat man müssen schauen, dass man da eine möglichst grösste Rücksicht nimmt, wie es geht. Wir haben die Bauphase auch so abgestimmt zeitlich, dass wir den möglichst geringsten Schaden, wenn man das so sagen will, den wir in Kauf nehmen, dann auch in dieser Zeit machen. Wir haben zum Beispiel geschaut, dass wir sicher nicht abreißenden Fledermäuse im Gebäude drin sind, sondern halt eben dann unterwegs oder auch während der Bauphase, während der Amphibienwanderung bin ich regelmässig eigentlich am Morgen, bevor der Betrieb angelaufen ist, schauen, ob da irgendwelche Tiere im Bauperimeter drin sind, die man allenfalls rausnehmen müsste. Und da haben wir wirklich eigentlich sogar auf einzelne Tiere können Rücksicht nehmen, so gut wie möglich. Die Eule, die früher zum Beispiel im Turm brütet hat, die hat müssen ein Jahr sich mit einer Baumhöhle begnügen, ist aber jetzt bereits schon wieder hier im Gebäude unterwegs und hat die neuen Brutmöglichkeiten entdeckt. Herr Hensler, seit 2020 leitet Sie den Betrieb hier im Naturlehrgebiet Buchwald. Es waren intensive Zeiten, die wir jetzt besprochen haben. Wie wandelt sich Ihre Rolle hier jetzt auch mit dem Neubau? Das wird sich jetzt zeigen. Wir haben hier natürlich unsere Überlegungen gemacht. Und das wird sich jetzt zeigen, wie sich das jetzt einfügt. Es ist halt immer eine grosse Herausforderung quasi vom Reissbrett, gedanklich etwas umzusetzen. Und jetzt sind wir in erster Linie mal das Gebäude am austesten, eben am uns Zweck finden. Und das muss jetzt halt einfach anfangen leben. Und da müssen wir entsprechend dann justieren. Wir haben einen Kurs und den versuchen wir wahrzunehmen und trotzdem nicht zu vergessen, schauen, auf aktuelle Bedürfnisse können, zu reagieren und dann auf das auch einzugehen. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, laufend dann eigentlich auch
die Prozesse zu evaluieren, damit wir uns auch verbessern und Qualität sicherstellen können. Wenn wir nochmal spezifischer auf Ihre Rolle zu sprechen kommen, wir haben Sie mal porträtiert im Willisauerbad Ende Sommer 2020. Dort haben Sie sich müssen entscheiden, ob Sie eher ein Theoretiker oder eher ein Praktiker sind. Dann haben Sie gesagt, Sie seien ein Theoretiker, der gerne noch mehr anpacken würde. Ist Ihnen das gelungen für Sie? Das ist eine gute Frage. Wenn ich es so rückwirkend so durch den Kopf lasse, dann bin ich sicher vom Theoretiker ein Stück weit weggerückt, Richtung Praktiker vielleicht auch. Aber ich würde mich jetzt da nur ungern entscheiden, weil ich habe das Gefühl, an so einem Ort wie hier jetzt im Naturgebiet braucht es einfach beides. Sie haben auch gesagt, hier in diesem Bericht, die Gebietsbetreuer seien hier im Naturlehrgebiet, das sei Ihr Traumberuf. Unterschreiben Sie das heute noch? So im Alltag bin ich manchmal so weit beschäftigt, dass ich mir das gar nicht so reflektieren kann. Bei 7 Projekten gleichzeitig. Und, aber wenn ich dann noch mal ruhige Minuten habe und aus dem Fenster schaue zum Beispiel, oder mit der Schulklasse unterwegs bin und zuschaue, wie sie da jetzt am Tun sind, dann muss ich sagen, eigentlich ist es schon ein riesen Privileg, hier im Naturgebiet zu sein, hier zu arbeiten, mit so viel Unterstützung von Vereinen, mit Unterstützung von der Gemeinde, mit Unterstützung regional. Und also es ist wirklich einfach sensationell. Es gibt auch wirklich extrem viel hier im Grünen zu wirken, wo man direkt eigentlich sieht, was man macht. Und das ist unbeschreiblich schön. Im Jahresbericht 2021 vom Verein Naturlehrgebiet Buchwald haben Sie geschrieben, ein zusehends steigendes Interesse an Begegnungen, Eindrücken und Erholung in biodiversen Naturräumen ist auch im Naturlehrgebiet spürbar. Gilt das auch noch 2023? Gut, 2023 ist natürlich am Laufen. Wir haben das damals, als ich das geschrieben habe, 2021, insbesondere bezogen auf die außerordentliche Corona-Situation selbstverständlich, wo wir dann die entsprechenden Effekte eben auch gespürt haben, im Naturlehrgebiet. Das hat sich zwischenzeitlich wieder leicht verändert, aber nichtsdestotrotz ist und bleibt das Naturlehrgebiet ein äußerst beliebtes Naherholungsgebiet, wo man individuell Ruhe finden kann, wo man Naturentdeckungen, Naturerlebnisse machen kann. Und also ich habe jetzt mit meinem neuen Büro grössere Scheiben zur Verfügung und sehe eigentlich raus und sehe auch, was läuft. Und es erfreut mich einfach zu sehen, wie die Leute auch wirklich da hinkommen, sich Zeit nehmen, Details anschauen, Kinder zeigen. Also es ist wirklich sehr, sehr schön. Es hat sich verändert, aber es ist und bleibt ein wichtiges Naherholungsgebiet, Naturschutzgebiet. Es ist und bleibt ein wichtiges Naherholungsgebiet. Also in der Pandemie ist es besonders wichtig, 2020, 2021. Man hat gar nicht, eine Zeit lang gar nicht können ins Ausland. Der Ansturm war gross. Hat das etwas nachhaltig verändert in den Leuten oder ist das einfach eine kurze Spitze gesehen und dann wieder vorbei? Das kann ich nur bedingt beantworten. Ich bin seit dem Sommer 2020 hier im Naturlehrgebiet. Wie es vorher war, kann ich nur einfach aus Zahlen herauslesen und kann einfach so viel dazu sagen, dass eigentlich das Interesse stets zugenommen hat, insbesondere auch bei Schulklassen und bei Gruppen, die sich angemeldet haben. Weiteres Interesse natürlich auch bei Firmen und anderen Vereinen, die das Naturlehrgebiet besuchen, ist nach wie vor eigentlich bestehend. Und was wir einfach auch nicht wissen, ist, wie viele Leute kommen eigentlich, die sich nicht anmelden. Wie sieht es zum Beispiel an gewissen Wochentagen aus am Abend oder am Wochenende? Das kann man nicht evaluieren. Also, da machen wir keine Zählungen. Aber ich bin überzeugt, dass das auch jetzt auch im laufenden Jahr wird, dass entweder auf einem höheren Niveau stagnieren oder leicht zunehmen gegenüber dem letzten Jahr, wie es bisher eigentlich der Fall war. Sie sprechen das Interesse an, das wächst am Naturlehrgebiet Buchwald. Das ist natürlich gut für Sie zum einen. Zum anderen ist das hier ein Naturschutzgebiet, wo Menschen als Besucherinnen und Besucher willkommen sind, aber auch nicht zu viel und nicht zu lang bleiben. Wie schaffen Sie das, gleichzeitig die Neugierde irgendwie zu befriedigen, aber auch Acht zu geben, dass das Naturschutzgebiet bleibt? Genau, ja, es ist eine sehr schwierige Frage und es ist eine sehr grosse Herausforderung für uns, die Balance auch zu finden.
Und das können wir eigentlich gut steuern, indem dass sich eben Gruppen anmelden bei uns, sodass wir das können, koordinieren, miteinander absprechen, wo, wie, wer und was. Und das gibt es halt tatsächlich auch, wenn man merkt, nein, jetzt sind irgendwie zwei oder drei oder vier Klassen oder Gruppen hier im Naturgebiet über den Tag verteilt, dann geht es einfach nicht, dass noch eine weitere Gruppe dazukommt und dann von dieser Infrastruktur versucht, dann irgendwie Anspruch zu nehmen. Das ist dann auch irgendwo eine Einschränkung für die einzelnen Besuchenden, wo dann echt das Naturerlebnis dann auch schmälert. Und darum nehmen wir uns dann eben auch hier mal die Freiheit aus und sagen, wir müssen einen anderen Termin suchen zum Beispiel. Aber der Vorteil ist eigentlich, dass das Naturlehrgebiet mit den Regeln, die es dann auch hat, die sehr gut befolgt werden eben eigentlich auch von den Besuchenden, und das ist das Schöne, können wir eigentlich auch die entsprechenden Naturschutzregeln genau wahrnehmen und einhalten. Und zusätzlich sind unsere Tierdonen, eigentlich alle die, die hier im Naturlehrgebiet leben, bedingt störungsanfällig natürlich. Wenn man sich an die Regeln hält, funktioniert das eigentlich recht gut. Also störungsempfindliche Tiere oder grössere Tiere entsprechend, die finden den Weg in das Naturlehrgebiet oder spricht sie dann nicht an. Letztes Jahr, 2022, haben 260 angemeldete Gruppen das Naturlehrgebiet besucht. Wie viel mag es jetzt hier noch leiden? Wie viele Gruppen kann das Naturschutzgebiet hier vertragen im Jahr? Es ist natürlich so, dass sich die Gruppe stark massiert auf Sommerhalbjahr, eben so Band, dass eigentlich die ersten Frühlingszeichen sichtbar sind, kommen die Leute eigentlich da raus und wollen den Frühlingsanfang miterleben, was natürlich sehr, sehr schön ist und stetig im Verlauf des Jahres auch zunimmt. Da dort eine Blüte, da kommt die Orchidee, da die ersten Schlangen, da die ersten Libellen. Das nimmt dann stetig zu und flacht dann gegen Herbst dann langsam aber sicher wieder ab. Und im Winterhalbjahr ist es relativ ruhig. Was wir vielleicht im Sommer gut ausgelastet sind, hätten wir im Winter durchaus eigentlich auch noch Kapazität. Vielleicht verteilt sich es jetzt eben auch mit dem neuen Naturzentrum, mit dem neuen Angebot unter Umständen auch noch ein bisschen besser. Denn es ist auch die Idee, dass wir im Winter eine attraktive Angebot schaffen. Ein, zwei haben wir schon. Aber das wird sich dann sicher auch noch ein bisschen besser verteilen. Und im Moment funktioniert es eigentlich so noch tiptop. Sie können hier den Neubau beziehen. Und am Sonntag, 21. Mai, haben Sie im Rahmen des Festivals der Natur auch noch einen Tag der offenen Tür, wo sicher auch viele Besucherinnen und Besucher werden hier vorbeikommen. Ich nehme an, das ist ein Highlight für Sie, jetzt hier diese Türen zu öffnen. Gibt es sonst noch etwas, wo Sie sich darauf freuen in diesem Betriebsjahr? Also der Tag der offenen Tür ist ganz sicher etwas, wo wir gross angestrichen haben im Kalender. Neben vielen, vielen anderen Aktivitäten, die wir im Naturlehrgebiet haben. Wir haben ja auch ein, aus meiner Sicht, sehr ansprechendes Jahresprogramm. Und dort einzelne Aktivitäten rauszupicken, wäre fast ein bisschen unverschämt. Und ich freue mich natürlich entsprechend auf alle die entsprechenden Punkte, die dort drauf sind, sei das jetzt eine Familienanlass, sei das jetzt etwas, das für Fachleute eher geeignet ist, sei das jetzt für Leute, die gerne anpacken möchten. Da haben wir eigentlich einen bunten Strauß an Angeboten und Möglichkeiten und die haben alle ihren Reiz. Was wir bereits jetzt schon hatten, ist auch ein Fotokurs, der war sehr beliebt. Da werden wir zum Beispiel wahrscheinlich nächstes Jahr weiter etwas so machen. Wir haben gegen die zweite Jahreshälfte zum Beispiel auch einen Kurs, wo man Gehölz lernen kann. Im Sommerzustand mit Blättern und Blüten und Früchten. Und dann im Winter dann der zweite Teil, wo man dann die Pflanzen ansprechen kann, versuchen, eben ohne Laub und Früchte. Das sind wirklich, es ist für viele Leute irgendetwas dabei. So, eine letzte Frage an Sie, Herr Henseler. Und zwar, das Naturlehrgebiet ist ja auch ein grosses Lernfeld. Schulklassen können dann etwas lernen. Man kann sich selber informieren und Sachen können lernen. Aber was haben Sie zuletzt hier gelernt, was Sie erstaunt hat oder erfreut? Das ist ziemlich schwierig, auch hier etwas rauszupicken. Jeden Tag lernt man wieder neue Sachen, sieht man wieder Neues, liest Erstaunliches, gehört Spannendes. Sei das jetzt eine Klasse, die zu springen kommt und sagt, da ist irgendeine Zuneidechse, wo eine Blindschleiche frisst. Das etwas habe ich noch nie gehört oder so vorher. Also, das ist passiert. Das ist passiert, genau, tatsächlich.
oder sonst irgendwelche Ereignisse, irgendwie die Paarung der Ringmonatra zum Beispiel, oder sonst irgendwelche Naturerlebnisse, oder heute haben wir wieder etwas über Schneehühner gehört, wo sich jetzt aufgrund von dem, dass der Schnee dann weniger ist und sie sich umfärben, dass sie sich mit Dreck einfärben, dass sie dann sich der Umgebung anpasst. Also die Natur und die Vielfalt und die unerschöpflichen Möglichkeiten und Sachen, die es da gibt, das ist wirklich einzigartig und entsprechend ist da jeden Tag wieder neue Überraschungen auf einem Wart. Also ist wunderbar. Da sind wir gespannt, was Ihre Arbeit noch so für Überraschungen bereithaltet. Und ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Henseler, für das Gespräch. Das war es vom aktuellen WB-Gespräch, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Und ich hoffe, Sie sind dann auch beim nächsten Mal wieder dabei. Das WB-Gespräch von Willisauer Bot ist Ihnen präsentiert worden von der Mobiliar Generalagentur Willisau-Entlebuch, der Raiffeisenbanken aus der Region, der GUT AG Gebäudetechnik und der Swiss Chrono AG in Menznau.